So, wunderbar. Mit dem Schwert, was geht denn? So, dann wird es nämlich fast schon wieder dunkel draußen. Und dann würde ich sagen, was war hier? Okay, ein Schaf. Gehen wir wieder rein und hier machen wir noch eine schöne Fackel außen hin, dass wir das auch im Notfall in der Nacht sehen. Und zwar beidseitig. So. Ja. Hammerland. Sehr, sehr geil, was wir hier erwischt haben. Wirklich ein Träumchen. Ich bin gespannt. Also, momentan habe ich echt Bock, einfach auch hier ein bisschen zu bauen. Wir müssen natürlich... Da oben sind noch viele Bäume. Die lassen wir aber erstmal drauf, weil die sehen eigentlich voll geil aus. Ja, unser langfristiges Ziel wird es sein, auf jeden Fall wieder nach Hause zu kommen. Jetzt müssen wir uns aber erstmal hier einrichten und ich würde sagen, wir gehen rein und versuchen einfach das Beste aus der ganzen Geschichte zu machen. Und ja, woher haben wir denn die Eisenspitzhacken? Haben wir die gefunden? Ich höre schon Zombies. Ich glaube, hier drin ist irgendwo eine Höhle. Das wäre natürlich ganz nice, aber da müssen wir gleich mal gucken. Okay, hier haben wir noch eine Kohle. Ist auch nicht so viel, ne? Haben wir eigentlich... ja, Kartoffeln haben wir. Die versuche ich aber vielleicht die Hälfte. Die Hälfte können wir braten, weil dann haben wir noch ein bisschen was mehr zu essen. So. Okay, und deswegen würde ich sagen, wo ist unser Bett? Das Bett können wir eigentlich auch schon mal irgendwo hinstellen, oder? Kommt, wir bauen hier noch so ein bisschen rein. Machen wir gleich mal so ein bisschen Platz auch. Und dann haben wir auch gleich genügend Steine am Start. So, dann würde ich sagen, machen wir hier unser Schlafzimmer. Vielleicht hier so, da. So. Okay, dann machen wir hier sicherheitshalber eine Fackel hin, damit hier nichts spawnt. So ein Creeper ist ja nicht so eine angenehme Sache. Und ich würde sagen, wir graben uns jetzt mal so ein bisschen in den Berg rein. Denn wir brauchen ja wirklich, wir müssen ja wirklich von vorne anfangen. Das heißt, wir brauchen alle Materialien wieder von vorne. Kohle, Eisen. Eisen brauchen wir ohne Ende. Sonst geht nix. So, da sind wir wieder auf Erde gestoßen. Es könnte natürlich jetzt sein, dass das bereits der Ausgang ist. Also praktisch das andere Ende des Berges. Weil so groß ist der ja gar nicht. Hier ist wieder was. Wir gucken mal. Tropft hier was? Nö, das kam mir gerade nur so vor. Ja, wir können ja mal so ein bisschen gleich wieder dicht machen, wenn da was kommt. Ja, okay, das ist genauso, wie ich es befürchtet habe. So, wunderbar. Das heißt, hier wird das vermutlich ganz ähnlich sein. Ich höre auf jeden Fall Monster da draußen. Wir machen mal hier eine Fackel hin. Ja, da ist schon wieder Gras. Okay, da können wir auf jeden Fall nicht hin. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier so und ja, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir so langsam mal was finden. In der Hoffnung, dass wir nicht nur... Das müssen wir einfach da unten graben, ne? Das geht natürlich auch immer. So, ich habe es gedacht, dass wir vielleicht immer so lange mal... Was das? So. Solange wir hier natürlich nur ebenerdig ein bisschen was machen können, ist natürlich auch ganz cool. So, hier geht's mit dem weiter. Aber ich befürchte auch fast, dass wir hier nicht allzu viel finden werden. Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt da einen schönen Abgang. Hier so. Wir haben ja genügend Platz und genügend Zeit. Dann würde ich sagen, graben wir uns hier mal schön einen runter. So. Ja. Damit hat die zweite Staffel begonnen. Ich bin total gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wie sich das auch entwickeln wird. Ich meine, wir haben jetzt fast 2 Jahre lang, müsst ihr euch mal vorstellen, 2 Jahre lang an unserem Dorf gebaut. Das ist echt eine lange Zeit. Und
Da hat sich auch echt was getan. Am Anfang haben wir nur mit 720p aufgenommen. Mittlerweile in Full HD. Ich habe auch mal versucht, in 60 FPS aufzunehmen. Könnte ich auch mal machen. Ist nicht so schwer. Das Aufnahmeprogramm macht das ganz gut. Das einzige Problem ist halt, dass die Platte ein bisschen schneller vollmüllt. Und eine Höhle ist in der Nähe. Ja, dass die Platte ein bisschen schneller vollmüllt und wir länger brauchen zum Rendern. So, das wäre was. Aber wir könnten im Prinzip schon 60 FPS Videos machen. Müssten wir halt machen. Ist natürlich einfach auch ein bisschen aufwendiger. Kohle! Herrlich, wir haben Kohle gefunden. Und hoffentlich nicht nur einen einzigen Block, bitte. Yes, okay, okay. Da geht's weiter. Okay, alles gut. Das heißt, Fackeln gehen uns schon mal nicht aus. Dann können wir gleich mal verschwenderisch hier einen hin brözeln. Steine haben wir auch genug, sodass wir immer noch Steinspitzhacken machen können. Das ist also auch, da sind wir auf der sicheren Seite. Aber natürlich wäre Eisen jetzt schon auch ziemlich genial. Ja, wir werden auch auf jeden Fall welches finden. Wir müssen einfach nur lang genug graben. Oha, was haben wir hier gefunden? Haben wir hier bereits eine... Yes, Sir, wir haben eine Höhle gefunden. Okay. Das ist schon mal ganz cool. Dann basteln wir uns hier doch jetzt mal so einen kleinen künstlichen Aufgang. So. Genau, dass wir nämlich hier wieder hochkommen. Okay. Werden wir so aber nie. What the hell? Okay, so klappt's. So müssen wir lang. Naja, runter können wir ja so droppen, aber hoch müssen wir irgendwie finden. So. Das heißt, wir haben bereits unsere erste Höhle gefunden. Ich mache mir ein Hemd. Okay, wir machen mal erstmal kurz, bevor wir ein Hemd machen. Ein paar Fackeln. So, das heben wir auf. Unsere erste Höhlentour beginnt. Lava. Und die ersten Zompengeräusche. Das Lava ist ziemlich gut. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht sterben. Da haben wir nämlich schon Eisen und das will ich unbedingt haben. Das heißt, wir werden uns gleich hier auch ordentlich durch die Gegend graben. So, den haben wir gleich mal verdingst. So. Immer schön vorsichtig sein, Droid Boy. Okay, alles gut. Hier ist es dunkel, da müssen wir Fackeln hinmachen. Verzeiht mir, wenn ich gerade etwas vorsichtig bin. Wir haben noch nicht einmal geschlafen. Doch, einmal haben wir geschlafen. Okay. Aber mir geht es darum, was passiert, wenn wir sterben. Dann sind wir tot. Wir haben noch keine Eisenrüstung. Geschweige denn irgendetwas anderes Wertvolles. Das heißt, das Sterben ist zwar noch nicht so schlimm, aber wir sterben schneller. Und das ist nicht gut. So, wir nehmen auf jeden Fall jedes bisschen Kohle mit, das wir finden können. Wir gucken uns immer auch schön um, ob da auch irgendwo ein Monster am Start ist. Wir sind ja momentan wieder sozusagen in einer verletzlichen Situation. Oh, unsere erste Scharpitzhacke ist kaputt. Wunderbar, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir haben ordentlich rangehauen und geklöppelt. So, ja, und während wir hier so ein bisschen unserem neuen Tagewerke in Staffel 2 nachgehen, kann ich ja so ein bisschen erzählen, was in letzter Zeit alles passiert ist, webvideomäßig, beziehungsweise
überhaupt so gerade, ihr habt es ja mitbekommen, da habe ich schon in der ersten Staffel drüber gequatscht, der Herr Bergmann und seiner Show mit der guten Sturmwaffel, die haben mittlerweile Folge 3 draußen und ja, sie rocken sich so langsam ein. Man merkt so ein bisschen, ist ganz gut, wenn die, kurze Konzentration. Yeah, richtig viel Eisen am Start. Sehr geil, sehr geil. Okay, was wächst da? Da wächst auf jeden Fall irgendwas. Man weiß nicht so genau was. So, kann ich drüber springen? Das wäre schön gewesen. Dann graben wir uns mal hier eins hoch. Da oben müssen wir es kurz ausleuchten. Und dann würde ich sagen... Okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine richtig fette Mine gefunden. Das ist schon mal sehr nice. Ist keine Mine, ist einfach nur ein, ist einfach nur eine Höhle. Aber die werden wir jetzt mal schön ausnehmen. Und ich glaube, da wird dann auch die nächsten Teile so mit drauf gehen. Aber wir quatschen ja so ein bisschen. Und ja, tut mir leid, das muss jetzt leider sein. Erster Aufbau der neuen Staffel. Warum ist denn hier eigentlich so dunkel? War ich hier noch nicht, oder was? Da bin ich einfach durchgelaufen. Oh, Alter. Okay. Der Feind hat uns gesichtet. Komm. Ich habe da doch mal irgendwas anderes gesehen. Was haben wir da oben? Du bist aber ein freundliches Skelett. Dankeschön. So, dann leuchten wir das kurz nochmal aus. Ja, geil. Okay. Das ist natürlich nice. Das heißt, wir können hier einfach... Alter. Wir können hier einfach hübsch abbauen und ja, dann sind wir sozusagen im Kreis gelaufen und haben genügend Sachen eingesammelt. Dann können wir gerade dann weitermachen und zurück zu unserer kleinen Base gehen. Alles schön in den Ofen schmeißen, schmelzen, bauen, Base aufbauen und so weiter und so fort. Und ja. Rest in Peace. Da ist die Fledermaus tatsächlich ins Lava geflogen. Wie cool. So. Ja, und der Bergmann und seine Gipfelstürmer-Show, die grooven sich so langsam ein. Das ist ja immer so eine Sache, das entwickelt sich auch immer alles. Und naja, ich muss sagen, wenn sie die Qualität weiter so halten können, Respekt. Ist natürlich keine einfache Sache, aber sind ja genügend Profis am Start. Die machen das auch gut genug. Aber man sieht schon so ein bisschen, wo es dann auch auf Dauer so ein bisschen so ein Hakeln könnte oder wo es Schwierigkeiten gibt, wo man noch ein bisschen dran arbeiten muss. Zum Beispiel sind die Gäste fast komplett uninteressant. Das ist sehr krass, wenn man das mal sieht, so der Vergleich. Etablierter YouTuber, der so seine Sprache entwickelt hat, ne? Der so ja, einfach so ein paar bestimmte Sachen sagt. Bergmann zum Beispiel hat ja einfach so ein paar Sätze, die er sagt. Und... Dann so ein YouTuber, der einfach sein Ding macht und auch glücklich ist, aber halt einfach nicht so etabliert ist. Und der, naja, der fällt natürlich dann irgendwie schon auch krass ab gegen die, gerade gegen Sturmwaffel und Bergmann. Ist ja nicht umsonst so, dass die beiden erfolgreich sind. Und das ist schon krass irgendwie. Man kann mal wieder viel lernen. Man guckt einfach zu und versucht zu verstehen, was da gerade passiert. Und bin mir auch sicher, dass ich mit dem einen oder anderen mal falsch liege, weil ich bin auch nicht der Webvideoprofessor oder was. Aber ja, versuche halt so ein bisschen das zu erforschen. Und es ist ganz cool, dass sie das ausprobieren und dass sie das einem vormachen. Dann kann man mit denen ein bisschen mitleiden, mitdenken und ja. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und das machen die auch, die rocken das. So... Da oben an der Decke hat sich nicht zufällig noch irgendwie was verborgen. So ein paar Diamanten wären ja auch ganz geil. Muss ich mal sagen. Was ist das da oben?
Sind da Dinge? Nö, da ist einfach nur Stein. So, das liegt am Texture Pack. Hier ist noch ein bisschen dunkel. Da könnte man da oben auch noch ein bisschen... Hat sie mal kurz die Aufnahme abgebrochen. Ich mache jetzt mal kurz den hier. 3, 2, 1, Option. So, so alles klar. Damit ich wieder synchron bin. Ah, da haben wir Kohle. Wunderbar, lohnt sich doch ab und zu meine Fackel anzuzünden. Die nehmen wir natürlich mit. Noch können wir uns nicht leisten, etwas zurückzulassen. Können wir uns eigentlich sowieso nie. So, und jedes Level können wir auch gut gebrauchen. Level 17 sind wir gerade. Soweit ich weiß, können wir unsere Verzauberungsbücher nur in einem... nur nutzen, wenn wir einen Amboss haben. Das heißt, da brauchen wir richtig viel Eisen für. Okay, und wo sind wir eigentlich hochgekommen? War das hier? Ja, okay. Jo, jetzt habe ich schon ein bisschen in die Hose gemacht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal zwei Fackeln hin. Wunderbar. Oh, und noch mehr Eisen. Wie nice. Bitte kein Creeper. Noch mehr Kohle. Cool. Cool, okay, hier ist bereits die Oberfläche, die kann man hören. Wunderbar, dann nehmen wir uns hier noch ein bisschen die Kohle mit. So. Herrlich, herrlich. Jo. Das war's dann auch schon hier mit der Kohle. Hier ist das Eisen. Das snacken wir mal schön ein. Das können wir gut gebrauchen. Wunderbar. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ich hatte noch ein anderes Thema auf der Lippe. Und zwar, ja, der gute Gronkh hat ein Let's Play gemacht von einem Spiel. Und zwar Gone Home heißt das. Sehr, sehr emotionales Let's Play. Echter Hammer. Ich würde sagen, das ist das emotionalste Let's Play, das ich jemals gesehen habe. Die Story ist vielleicht nicht für jedermann. Die ist relativ... soll man sagen. Und nicht klagen. Naja, ist halt eine relativ seichte Story. Oder eigentlich gar nicht. Sie ist eigentlich knüppelhart, aber sagen wir mal so, es ist halt kein Ego-Shooter, wo man Leute abknallt, sondern es geht schon so ein bisschen um Gefühle und wir Männer geben ja nicht so gerne Gefühle zu und so. Und von dem her kann ich es gut verstehen, wenn der ein oder andere dann doch lieber ein paar Headshots machen geht, statt sich diese Story anzuhören. Was aber ziemlich schade ist, weil sie ziemlich cool ist und auch sehr geil erzählt ist. Das ist so ein bisschen das Coole an der ganzen Geschichte. Ich will nicht zu viel spoilern. Das lohnt sich nämlich, das wirklich anzuschauen, weil das Ende ist überraschend. Gone Home findet ihr auf dem Channel vom guten Gronkh. Und ja, was er da... Let's Play ist ein Spiel, so ein Adventure. Es findet eigentlich alles innerhalb eines Hauses statt. Das Haus ist aber wirklich groß und ja, was man macht ist, man versucht eigentlich herauszufinden, was passiert ist. Okay, hier gehen wir nicht lang. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zurück zu unserer Base. Wir haben einiges eingesammelt, können das mal kurz in den Ofen packen und dann von dort aus weitermachen. Wo sind unsere zwei Fackeln? Hier. Wunderbar, wunderbar, das läuft. Dann geht's hier lang, hier und hier. So, ja. Findet alles innerhalb eines Hauses statt und eigentlich passiert gar nicht besonders viel. Es mutet manchmal so ein bisschen... Oh, schönes Wetter. Es mutet manchmal so ein bisschen an wie... Lecker. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Ofen. Wie ein Horror-Adventure. Aber ist es gar nicht. Es wird einfach eine Geschichte erzählt und die ziemlich, ziemlich gut. Und vielleicht kann man so ein bisschen was erzählen. Also man schlüpft in die Rolle einer jungen Frau, die nach Hause kommt, nachdem sie eine Weltreise gemacht hat. Und findet dort ein leeres Haus vor. Ihre Eltern sind nicht da, ihre Schwester ist nicht da. Und das Einzige, was sie halt findet, oder was halt eben der Spieler findet, sind... Notizen, Briefe, Bücher, Musikkassetten
Und anhand derer, wo ist unser Eisen? Hier, 37, yes, wir können uns eine eiserne Rüstung bauen. Anhand derer kann man dann so einigermaßen die Geschichte nachvollziehen. Und das Schöne ist, dass man eben dadurch, dass man so Stück für Stück durch die Story geleitet wird, immer wieder neue Aspekte entdeckt, auch manchmal überrascht wird, neue Räume aufdeckt. Und ja, es ist sehr stimmungsvoll gemacht. Man kann überall alles aufmachen die ganze Zeit, was auch sehr cool ist, das macht sehr viel Spaß. Ja, da haben wir hier ordentlich schon gesammelt. Und ich würde sagen, wir legen uns jetzt draußen mal einen kleinen Garten an, hm?